Dann sage ich nur, okay, ist denn Computerspiel manchmal besser als ich? Ich wusste es. Möchtest du uns jetzt etwas sagen, Hiroki? Nadaisuke entdeckte es und ich habe ihm geglaubt. Was hat Daisuke entdeckt? Er erzählt uns alles, was er überhaupt abbrach vor. Und seine Theorie über die Person hinter dem Account. Er sagt auch, wie er sie aufspürte. Außerdem, als er Saeko traf, war er sich vollkommen sicher, dass sie diejenige war, die sich mit der gleichen IP-Adresse wie hier einloggte. Also, ich dachte, du würdest das schon viel früher entdecken. Ja, ich bin Sakura. Oh, ja. Nasuko und ich beachteten Saeko nicht, aber dafür Hiroki. Ich konnte ihm nicht alles sagen, was ich wollte, aber ich bin sicher, dass er es in meinen Augen lesen konnte. Bald kam meine Mutter mit dem Essen und sah uns bewegungslos sitzen und wie wir uns anstarren. Hier bitte, Kinder, bedient euch. Danke, Frau Okamoto. Das ist mein Lieblingsessen. Ausgezeichnet, was ist mit den anderen? Die sehen so ernst aus. Es ist nichts. Wir reden nur über Schattenzeit. Schon wieder? Ich wünschte, ich wüsste, warum ihr von der virtuellen Realität angezogen seid. Oh nein, ich weiß ja die Antworten, sorry, muss ich mal überlegen. Spiele können großartig sein, auf jeden Fall. Ist aber nur ein Spiel. Dieses virtuelle Realität großartig ist. Sie gibt dir die Möglichkeit, jemand zu sein, der auch immer du sein willst. Und was denkt deine Freundin darüber? Ich finde, es kann richtig lustig sein, genau wie bei anderen Spielen. Aber für einigen anderen Leuten ist es mehr als nur ein Spiel. Das kann gefährlich sein. Ja, kann es. Vor allem, wenn sie bestimmte Gefühle für Menschen aus der Welt entwickeln. Dann schaute sie mich an, er bemerkte es, und da er wusste, wie Sakura sein kann, versuchte er, sie zu stoppen, bevor sie etwas sagte, das mich in eine schwierige Lage bringen konnte. Saeko versucht wahrscheinlich zu sagen, dass man während des Spiels neue Freunde findet und Freundschaften abbaut. Ich wollte sagen, es gibt mehr als Freundschaften hier. Na toll. Aber du bist immer noch da. Ich wollte sagen, es gibt mehr als Freundschaft hier. Ich frag. Einfach, oder? Worauf willst du hinaus, Naiko? Gott sagt uns, nur es ist nichts.